Animationen sind nicht nur ein netter Effekt, sie können auch wirklich gut gebraucht werden, um etwas zu erklären. Beispielsweise hier möchte ich zeigen, wo wir durchgefahren sind. Das heißt, dieser Punkt, der soll nun auf der Folie einen bestimmten Weg zurücklegen. Ich tippe in den Bereich Animationen, wähle diesen Kreis aus, der diesen Weg ausführen muss, und da wähle ich nun Pfadanimation. Hier hast du verschiedene Möglichkeiten, einer Kurve entlang zu fahren, einen Bogen zu beschreiten. Da musst du vielleicht auch einmal für dich etwas ausprobieren. Ich wähle hier nun die Freihandform und ich zeichne einfach die Reise, und da muss ich vielleicht ein bisschen näher ran, die Reise ein. Wir fuhren zunächst durch Deutschland hoch nach Berlin und dann nach Osten, nach Polen, vielleicht etwa so. Mit einem Doppelklick wird dieser Pfad abgeschlossen und du siehst, die Animation wird auch angezeigt. Du kannst sie dir nochmals erneut anzeigen über dieses Play-Symbol. Und jetzt wichtig bei diesen Effektoptionen, kannst du noch einstellen, ob er immer gleich schnell fahren soll. Das wäre dann sanft starten und sanft enden deaktiviert. Dann sieht es so aus. Völlig gleichmäßig. Mit sanft starten und sanft enden, da beginnt er immer schneller zu fahren und wird am Schluss auch wieder abgebremst. Das kann bei einem Flug zum Beispiel sinnvoll sein. Springen am Ende, das ist dann so wie ein elastischer Effekt, wie ein Aufprallen, macht in diesem Fall wenig Sinn. Falls jetzt diese Reise ein bisschen zu schnell geht, kannst du die Dauer auch noch ändern. Gerade wenn man etwas dazu erzählen möchte, macht es natürlich Sinn, wenn man diese Animation auch nachvollziehen kann. Ja, diese Reise ist nur die erste Animation. Die Sprechblase, die macht ja erst am Schluss der Reise Sinn, wenn wir also in Polen angekommen sind. Deshalb wähle ich sie jetzt aus und lasse sie erscheinen, beziehungsweise hier können wir uns, glaube ich, auch einen etwas peppigeren Effekt erlauben, mal verblassenden Zoom, vielleicht so. So wird sie wie hinausgerufen und dieses Uff, das soll dann automatisch erscheinen, das heißt nach Ablauf der vorherigen. Ich sage hier nach vorheriger. Da könnte man auch noch eine gewisse Verzögerung einbauen, lassen wir aber. Und jetzt müssen wir das aber auch wieder verschwinden lassen. Hierfür haben wir die Ausgangseffekte. Ich wähle sie also wieder aus und wähle als Ausgangseffekt wiederum verblassender Zoom. Und das soll aber erst passieren, wenn ich draufklicke. Das ist jetzt so eingestellt. Und dann erst kommen diese beiden Pfeile, zuerst dieser hier, den lassen wir auch wieder als Zoom, als verblassender Zoom erscheinen und anschließend dieser hier. Schauen wir uns mal an, ob es funktioniert, gerade indem wir die Präsentation ab hier abspielen. Hier haben wir die Reise über Berlin. Ist ein bisschen ruckelig, aber so war es auch in diesem Zug. Das Uff erscheint automatisch, verschwindet so wieder. Mit einem nächsten Klick erscheint der erste Pfeil und dann der zweite. Vielleicht könnte ich hier eigentlich diesen ersten Pfeil gleich automatisch erscheinen lassen, also auch wieder nach vorheriger. Du siehst, mit diesen Animationsmöglichkeiten hat man also sehr gute Möglichkeiten, die Aufmerksamkeit zu steuern und eben je nachdem sogar etwas zu erklären, ohne dass man die Folie oder das Bild wechseln muss.